Großes Kompliment, Riesenerfolg. Und wenn man weiß, wie schwierig das ist, dort ausgezeichnet zu werden, dann wirkt es umso mehr. Darf ich nur noch die Solistin Lorena Walter präsentieren und am Klavier war Dr. Gilbert Flecker. Bevor wir mit diesem Festakt beginnen, meine Damen und Herren, auch noch ein ganz großes Dankeschön an die Medienabteilung bei uns im Haus. Diese Antrittsvorlesung und diese Zeugnisverleihung wird live auf YouTube gestreamt. Sie haben die Möglichkeit, dann auch diese heutige Veranstaltung nachzusehen und auch nachzuhören. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, schön, dass Sie diesen Nachmittag an der PH Steiermark mit uns verbringen und ich darf jetzt die Rektorin der Pädagogischen Hochschule, Frau Prof. Dr. Elgret Messner, um ihre Begrüßungsworte bitten. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Absolventinnen und Absolventen unserer Lehrgänge, ich freue mich, dass ich Sie heute hier begrüßen darf, anlässlich dieses wunderbaren Ereignisses, einer Antrittsvorlesung und einer Zeugnisverleihung und freue mich ganz besonders, dass uns einige Ehrengäste auch dazu beehren. Ich begrüße ganz, ganz herzlich unsere Nachbarin, die Frau Vizerektorin Andrea Seel von der KPH Graz, mit der wir auch die Elementarpädagogik durchführen. Danke, dass du gekommen bist. Willkommen, Andrea. Ich begrüße ganz herzlich die Frau Dr. Ingeborg Schmuck von dem Amt der Steiermärkischen Landesregierung. Auch mit der Steiermärkischen Landesregierung machen wir ganz viel in der Elementarpädagogik. Vielen Dank fürs Kommen und herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich unsere Frau Fachinspektorin Dr. Raffald. Jetzt. Bitte? Andrea Raffald, jetzt vergesse ich es nicht mehr. Bitte, herzlich willkommen, dass Sie auch da sind. Ganz wichtig. Ja, und ich darf stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus begrüßen unsere Frau Institutsleiterin für das Institut für Professionalisierung in der Elementar- und Primarpädagogik, Frau Dr. Andrea Holzinger. Herzlich willkommen. Das ist ja heute wirklich ein ganz besonderes Ereignis, denn es ist ja nicht nur sozusagen eine Antrittsvorlesung, sondern auch eine Zeugnisverleihung. Ich freue mich aber ganz besonders, heute sozusagen einen historischen Moment einleiten zu dürfen. Die Pädagogische Hochschule Steiermark ist die erste Hochschule, Pädagogische Hochschule in Österreich, die eine Professur für Elementarpädagogik haben darf. Das sind ja Stellen, Professuren, die werden ja vom Bildungsministerium zugewiesen. Und ich freue mich, dass wir zu diesem Ziel oder zu diesem Zweck heute unseren neuen Herrn Professor, der sich erst vor kurzem habilitiert hat, ich gratuliere ihm ganz herzlich dazu, auch begrüßen dürfen, Herrn Dr. Reinhard Tschiesner, Hochschulprofessor für Elementarpädagogik. Herzlich willkommen. Ja, aber die Antrittsvorlesung ist die eine Sache, wir sind schon sehr gespannt. Die andere Sache ist natürlich die Verleihung der Abschlusszeugnisse. Wir werden zu diesem Zweck auch unsere Frau Landesrätin begrüßen. Sie hat extra eine Sitzung, in der sie sich jetzt noch befindet, verschoben, beziehungsweise sie wird dann um ca. 16.30 Uhr bis 16.45 Uhr zu uns stoßen, um die Zeugnisse mit mir gemeinsam Ihnen übergeben zu dürfen. Das ist ja diese Lehrgänge, die wir hier in der Fort- und Weiterbildung an der Pädagogischen Hochschule Steiermark Ihnen anbieten, zeigt, denke ich, unter anderem auch unser Engagement in diesem Bereich. Und ich kann es nicht genug betonen, dass wir uns hier in Graz wirklich an einem Ort befinden, an dem die Elementarpädagogik einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Ich freue mich, dass wir Lehrgänge und auch andere Angebote gemeinsam mit der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule anbieten dürfen. Aber wir kooperieren hier auch sehr mit der Universität Graz. Auch dort gibt es eine Professur für Elementarpädagogik. Und ich freue mich, dass wir hier im Land, auch vom Land Steiermark, immer wieder ganz große Unterstützung bekommen, ebenso wie vom Landesschulrat für Steiermark und dadurch es überhaupt möglich ist, alle diese Angebote machen zu dürfen. Insgesamt waren es ja
von 2008 bis 2016, wenn ich Ihnen das kurz schildern darf, sind das insgesamt 3.300 Teilnahmen von Kindergartenpädagoginnen und Kindergartenpädagogen an Fort- und Weiterbildungslehrveranstaltungen, die das Land Steiermark auch mitfinanziert hat. Aber, und das möchte ich auch betonen, wir gehen weit darüber hinaus. Und alle, die uns an der Hochschule kennen oder die mich auch kennen, wissen, dass es für mich bei der Reform der Pädagoginnenbildung einen kleinen Wermutstropfen gegeben hat, nämlich dass die Pädagoginnenbildung, so wie es ursprünglich geplant war, eben auch Kindergartenpädagoginnen einschließt, aber dass diese Pädagoginnenbildung sowas eigentlich zu einer Lehrerinnenbildung neu wurde, denn die Elementarpädagogik als tertiäre Ausbildung ist eben noch nicht in dieser Reform enthalten. Wir bekennen uns hier aber eindeutig und ich bekenne mich nach wie vor dazu, dass auch die Ausbildung der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen eine tertiäre, wissenschaftlich fundierte sein sollte, und zwar wie es in 33 von 37 OECD-Staaten schon der Fall ist. Ich glaube, das muss ich Ihnen hier, vor Ihnen muss ich das ja nicht erklären, aber ich weise doch noch mal darauf hin, wir wissen ja alle, dass Investitionen in die ersten Lebensjahre unserer Kinder ungleich mehr bringen als in den späteren Phasen, dass die Sprachentwicklung, die Herausbildung des Zahlenverständnisses, die Entwicklung sozialer Skills und der Emotionskontrolle in diesen ersten Lebensjahren besonders beeinflussbar sind. Und wie wirksam dieser Einfluss ist, hängt ganz zentral vom Qualifikationsniveau der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen ab. Da gibt es übrigens eine neue Studie, von der Sie sicher schon gehört haben, Starting Strong, eben der regelmäßig publizierten Studie über Early Childhood Education and Care in den OECD-Ländern. Und da wird auch genau darauf eingegangen. Es gibt eine Zahl hat eine große Anzahl von empirischen Studien, die belegen, und ich zitiere hier, high staff qualifications result in a more stimulating environment and high quality pedagogical practices, which boost children's well-being and learning outcomes. Es ist also nicht verwunderlich, dass es einen direkten empirischen Nachweis gibt, einen empirisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen der Qualifikation und dem Wohlergehen und den kognitiven Erfolgen der Kinder gibt. Kurz, wir hier an der Pädagogischen Hochschule Steiermark gemeinsam mit der Kirchlich-Pädagogischen und auch mit der Universität verfolgen mehrere Strategien. Zum einen arbeiten wir eben gemeinsam mit den schon genannten Hochschulen und Universität, aber auch mit der Pädagogischen Hochschule Kärnten und mit der Pädagogischen Hochschule Burgenland an der Entwicklung eines Bachelorstudiums für Kindergartenleiterinnen derzeit in einem Team. Und so wie es aussieht, werden wir 2018/19 damit beginnen. Das ist ein Unikum. Wir haben hier wieder mal die Pionierrolle im Südosten übernommen. Das ist aber auch nur möglich, weil das Land Steiermark, das Amt der steiermarkischen Landesregierung, ganz klar und deutlich hier mitfinanziert und sich auch dazu bekannt hat, vor allem Kindergartenleiterinnen dieses Bachelorstudium zu gestatten sozusagen, und zwar berufsbegleitend zu gestatten. Und wir werden das dann auch so organisieren, dass das möglich ist. Und wir wissen, dass diese Ausbildung einen ganz hohen Stellenwert hat. Und wir hoffen da auch auf einen Multiplikatorinneneffekt, der auch in mehreren Studien nachgewiesen wurde. Ich zitiere wieder: There is evidence, for instance, from the English Effective Provision of Preschool Education study, showing that less qualified staff improves practices when working together with highly trained colleagues. Ist irgendwie ganz klar, wenn man mit höher qualifizierten Kolleginnen zusammenarbeitet, verbessert man nicht nur deren Arbeit, sondern auch die eigene Arbeit. Aber es gibt hier auch einen empirischen Nachweis. Im Lichte dieser Erkenntnis bin ich besonders stolz darauf, dass wir schon seit 2008 den Lehrgang zur frühensprachlichen Förderung für Volksschullehrerinnen und Kindergartenpädagoginnen anbieten, den übrigens bereits 320 Teilnehmerinnen besucht haben, Sie, die Sie auch hier heute anwesend sind.
Mehr als die Hälfte der Absolventinnen kommen aus dem Bereich der Elementarpädagogik. Und wenn sozusagen Volksschullehrerinnen und Elementarpädagoginnen gemeinsam einen Lehrgang besuchen, dann signalisieren wir oder zeigen wir auch, wie wichtig uns dieser Zusammenhang ist, dass es hier einen Übergang geben soll zwischen Kindergarten und Volksschule, der keinen Bruch darstellt. Wir freuen uns auch, oder wir haben gemeinsam mit dem Land Steiermark auch angeboten, Fortbildungsveranstaltungen zu den Entwicklungsgesprächen, wie Sie vermutlich wissen. Dazu gab es 47 Veranstaltungen und bereits 2700 Kindergartenpädagoginnen haben daran teilgenommen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie dieses Angebot annehmen. Das ist ein wirklich schöner Erfolg, nicht nur für uns an der BH, sondern für unser Land und für unsere Bildung überhaupt. Ich denke, es ist uns auch allen klar, dass dieses Thema nämlich auch mit zusammenhängt mit der steigenden Anzahl von Kindern mit Migrationshintergrund und dass gerade das immer wichtiger wird und dass das auch in Zusammenhang mit diesen Entwicklungsgesprächen steht. Ja, ich freue mich, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich für die Absolvierung der Lehrgänge. Ich freue mich, dass ich dann später mit der Frau Landesrätin Ihnen die Zeugnisse überreichen darf. Und gestatten Sie mir bitte auch noch einen besonderen Dank auszusprechen unserem Institut für Professionalisierung der Elementar- und Primarpädagogik. Ich betone, und ich glaube, Sie wissen genau, wovon ich spreche, wir machen diese Arbeit auch alle mit gar nicht so viel Personal, sondern mit einem kleinen Team, aber mit einem hochprofessionellen kleinen Team, das großartige Arbeit leistet und sogar bei den ersten Lehrgängen weiß ich noch, da gab es noch, mussten wir noch händisch alle Namen eingeben. Also das war wirklich viel, viel Arbeit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei diesen Teammitgliedern und nenne und bedanke mich bei Frau Professorin Magistra Patricia Geider. Liebe Patricia, herzlichen Dank für deine Arbeit. Frau Professorin Magistra Maria Monschein. Maria, wo bist du? Ah, ja, so weit hinten das. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Professorin Magistra Lisa Reicher-Birchecker. Wo ist sie? Lisa? Vielen Dank auch. Und ich betone, dass wir hier Fortbildung, Ausbildung entwickeln, aber wir betreiben natürlich auch viel Forschung in diesem Bereich. Und ganz besonders möchte ich mich hier, gerade was die Transitionsforschung betrifft, bei Andrea Holzinger und Lisa Reicher-Birchecker bedanken, die schon seit Anbeginn an dieser Forschung beteiligt waren und uns wissenschaftliche Befunde geliefert haben, die unsere Entwicklung auch vorangetrieben haben. Vielen herzlichen Dank euch und ich bitte um einen ordentlichen Applaus für dieses hochprofessionelle kleine Team. Vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist mir tatsächlich eine große Freude und ich freue mich schon, wenn ich Ihnen dann die Zeugnisse überreichen darf. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Rektorin. Bevor wir zur Antrittsvorlesung kommen, darf ich jetzt die Institutsleiterin Dr. Andrea Holzinger bitten, Hochschulprofessor Dr. Reinhard Tschiessner kurz vorzustellen. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Ihnen die akademische Laufbahn unseres geschätzten Kollegen, Herrn Hochschulprofessor Dr. Reinhard Tschiessner, kurz vorstellen. Er hat im Jahr 2000 in Brixen die Lehrbefähigung für den Unterricht an Grundschulen erlangt und nahm unmittelbar darauf das Studium der Philosophie, Geschichte und Psychologie an der Universität Innsbruck auf, das er 2006/2007 mit einem Magisterium abschloss. Seine Prüfungsfächer waren klinische Psychologie und pädagogische Psychologie und 2 Jahre später, also unmittelbar fast darauf, kann man sagen, im Jahr 2008 promovierte er zum Doktor der Naturwissenschaften. 2017 wurde ihm die Venia Docendi im Fach Entwicklungspsychologie und pädagogischer Psychologie vom italienischen Ministerium für Bildung, Universität und Forschung verliehen. Bevor er die Pädagogische Hochschule Steiermark zu seinem Wirkungsort wählte, da sind wir sehr, sehr glücklich, dass er das getan hat, lehrte er seit 2009 an der Universität Innsbruck sowie seit 2011
an der Universität Bozen. Dort hatte er auch eine Juniorprofessur inne. Zahlreiche Publikationen zeigen von seiner regen Forschungstätigkeit, sowohl als Projektleiter als auch als Projektmitarbeiter. Er publizierte in Deutsch, Italienisch und englischsprachigen peer-reviewten Zeitschriften, wie zum Beispiel im Global Journal on Social Sciences and Humanities, in Procedia Social and Behavioral Science, in Bambini, in Infantia, in der Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, in Kita Aktuell und in vielen anderen Zeitschriften mehr. Die Beiträge in diesen internationalen Journals fanden auch ihre Würdigung in der Begutachtung durch den Wissenschaftlichen Beirat des österreichischen Bildungsministeriums und waren auch die Grundlage für die Verleihung oder für die Erlangung der Hochschulprofessur. Neben seiner umfassenden wissenschaftlichen Tätigkeit legte er 2009 die Staatsprüfung für Psychologen an der Universität von Triest ab und ist seit damals approbiertes Mitglied der Psychologenkammer der Provinz Bozen. Ja, ich freue mich als Institutsleiterin sehr, einen Mitarbeiter mit hoher und vielseitiger Kompetenz an meiner Seite zu wissen, der durch seine bisherige akademische Laufbahn ein unglaubliches Tempo vorgelegt hat und nun dazu beitragen wird, gemeinsam mit diesem schon erwähnten kleinen Team die Professionalisierung in der Elementarpädagogik dynamisch weiter voran zu begleiten. Vielen, vielen Dank, lieber Reinhard. Wir freuen uns, dass du heute ja, einen kurzen Beitrag leisten wirst. Ich sage jetzt einmal, er ist relativ kurz, weil einfach der Rahmen auch in Verbindung mit der Zertifikatsverleihung steht. Freue mich sehr, dass du das machen wirst. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Holzinger. Ja, ich darf jetzt Hochschulprofessor Dr. Reinhard Tschissner zu seiner Antrittsvorlesung bitten. Vielen Dank. Ich begrüße Sie auch meinerseits herzlich und darf mich den Grußworten der Rektorin und der Vorstellung von Andrea Holzinger, der Institutsleiterin, sehr herzlich bedanken. Ich bedanke mich auch für meine lieben Kolleginnen und Kollegen, vor allem Patricia Geider, der Rektorin, auch Martin Zwischenberger, dem Chor der BH, Markus Zwitter, also für die Organisation. Der Veranstaltung und ich bin froh, heute hier stehen zu dürfen und ich bedanke mich für die Wertschätzung, dass ich hier einen Vortrag halten darf und möchte jetzt einfach da euch allen und mir besonders und da sehr viele Menschen für die Elementarpädagogik sehr viel Kraft investieren, einige Reflexionen mit euch teilen. Im Vortrag geht es, also wie der Titel sagt, also von der Beobachtung zum Elterngespräch. Der Vortrag wird so aussehen, dass ich kurz einleiten werde über Elterngespräch und Verhaltensbeobachtung im frühen Kindesalter sprechen werde. Und danach der Kern oder das Hauptanliegen meines Vortrags ist eben folgendes, dass ich gern mit Ihnen über Beobachtungsprozesse reflektieren möchte und eben den klassischen Beobachtungsansatz aus der Diagnostik, den Beobachtungsansatz aus der Frühkind in der frühkindlichen Bildung und in frühkindlichen Bildungssettings gegenüberstellen möchte und daraus einige Implikationen für die Praxis, aber auch für die Aus- und Weiterbildung ableiten möchte. Natürlich, Pädagoginnen müssen in sehr vielen Situationen sich über Kinder äußern, vor allem im Elterngespräch. Und wenn Sie sich vorstellen, eine Pädagogin bemerkt, dass ein Kind sich auf aggressive Art und Weise verhält und das Eltern kommuniziert, also ihr Kind ist aggressiv, weil das eine Pädagogin, ein Pädagoge beobachtet hat in der praktischen Tätigkeit, dann kann es durchaus sein, dass so ein Elterngespräch auch einen konflikthaften Verlauf nimmt. Es kann sein, dass Eltern mit der Pädagogin oder mit dem Pädagogen über die Definition von Aggressivität diskutieren beginnen. Natürlich sind die Eltern Experten, was ihr Kind betrifft. Das Kind ist natürlich, wie man so schön sagt, von den Eltern libidinös besetzt. Also was man zum Kind sagt, sagt man automatisch auch zu den
zu den Eltern. Deswegen ist das etwas sehr Problematisches und muss hier wirklich auch Worte auf die Goldwaage legen. Wenn hingegen die Pädagogin sagt, dass das Kind ein anderes Kind gewirkt hat, also eine Beobachtung direkt mitteilt, dann wird das Gespräch mit hoher Wahrscheinlichkeit einen anderen Verlauf nehmen. Also hier an dieser Stelle hat die Pädagogin ein Verhalten beschrieben und dieses Verhalten kann der Mutter bzw. dem Vater oder den Eltern oder den Bildungspartnern, dem man das mitteilt, auch lebendig werden. Und das Gespräch wird höchstwahrscheinlich einen anderen Verlauf nehmen. Aus diesem Grund ist es eben sehr wichtig, also eine kurze Reflexion über Elterngespräche und über vor allem über Beobachtung und kindlichen Verhaltens zu führen. Also was man weiß, um jetzt auf die Verhaltensbeobachtung überzuleiten, also was man weiß aus der Forschung ist, dass es eine sogenannte positive Korrelation, also einen positiven Zusammenhang zwischen der Diagnosekompetenz von Pädagoginnen und Pädagogen und der Leistung der Lernenden gibt. Also das, ich habe hier nur jetzt einige Studien aufgezählt, es gibt unzählige Studien, die das eben untermauern, also dass je besser die Diagnosekompetenz von Pädagoginnen ist, desto besser ist auch die Förderung und desto besser kann man auch mit dem Bildungsangebot an die Kinder bzw. die Schüler andocken. Allerdings ist es so, dass diese diagnostische Tätigkeit, diese Beobachtungstätigkeit der Pädagoginnen nicht sehr zuverlässig ist. Sehr häufig unterschätzen Pädagoginnen die Leistungsfähigkeit von Kindern oder überschätzen auch die Leistungsfähigkeit von Kindern oder Schülern und deswegen ist das durchaus fraglich. Also es gibt Studien, die in beiden Richtungen eben Evidenzen liefern, also zu Über- und Unterschätzung. Was damit in Zusammenhang steht, ist sehr häufig die Leistung von Gruppen und Pädagoginnen tendieren eben immer die Leistungsfähigkeit der Kinder, des einzelnen Kindes an die Leistungsfähigkeit der Gruppe zu assimilieren und man kann hier von einem sogenannten Assimilationseffekt sprechen, wie eben diese Studie von Lindorf und Mitarbeiter 2011 sagt, oder von einem sogenannten positiven Kontrastfehler. Das bedeutet, dass die Leistung des Kindes zur Gruppe hin assimiliert wird, nicht als geringer wahrgenommen wird wie im negativen Kontrastfehler. Das soll nicht Gegenstand der Antrittsvorlesung sein. Wie kann man überhaupt kindliches Verhalten beobachten bzw. erfassen? Es gibt hier eine Vielzahl von Methoden, also einmal die mündliche Befragung, also das ist natürlich problematisch, das kann man in frühkindlichen Bildungssettings meist über Dritte machen, über die Eltern. Häufig haben Kinder noch nicht die Innenwahrnehmung über ihr Erleben und ihr Verhalten Auskunft zu geben, deswegen macht man das über Leute, die über Menschen wie Eltern oder Pädagoginnen, die das kindliche Verhalten sehr, sehr lange und über lange Zeiträume hin beobachten. Schriftliche Befragungen sind natürlich auch in frühkindlichen Settings sehr problematisch, weil natürlich das Lesen noch ein Problem ist, beziehungsweise noch nicht eine Fähigkeit ist, die ein Kind hat. Beziehungsweise finden diese schriftlichen Befragungen auch über Dritte, also sogenannte Fremdbeobachtungsverfahren oder über Fremdbeobachtung statt. Dann die Beobachtung selbst als sehr wichtiges Instrument, also die Beobachtung von Lernprozessen, Alltagssituationen, Rollenspiele, also beobachtet werden kann sehr viel. Hervorheben möchte ich dann auch noch die sogenannte Materialanalyse, die als Quelle verwendet werden kann, um Erkenntnisse zu generieren und da wird besonders das Portfolio auch ist zu erwähnen, das einen sehr hohen Wert hat, einen sehr hohen diagnostischen Wert. Also wir haben hier unter uns eine Expertenkollegin, die Frau Professor Reicher-Birchecker, die sich mit Portfolios an der Schnittstelle Kindergarten, Volksschule beschäftigt. Natürlich dann in der Volksschule später können auch Hausarbeiten für die Materialanalyse herangezogen werden und neuerdings werden auch sehr häufig Mischverfahren eingesetzt, wie sogenannte Kompetenzpässe. Natürlich, um zu zuverlässigen Ergebnissen der Beobachtung zu kommen, ist es natürlich wichtig, dass sich diese pädagogische Diagnostik an Gütekriterien aus der Testtheorie orientiert. Und da möchte ich, also über die Gütekriterien möchte ich jetzt nichts sagen, dass natürlich könnten wir jetzt auch darüber sprechen, wie gut oder wie schlecht Beobachtungsverfahren sind, aber das ist ein anderes Paar Schuhe, das hat jetzt auch weniger Relevanz. Hervorheben möchte ich aber das Gütekriterium, eigentlich ein Nebengütekriterium, und das ist jenes der Ökonomie und das spielt eine sehr große Rolle. Also
Kindergartenpädagoginnen und Elementarpädagoginnen verrichten ihre diagnostische Tätigkeit zum Teil auch in ihrer Freizeit und außerhalb ihrer beruflichen Verpflichtungen. Und deswegen ist es wichtig, auch gute ökonomische, also Instrumente zur Verfügung stellen, die wenig zeitliche Ressourcen kosten. Und das wird sehr häufig neben Reliabilität, Objektivität und Validität vergessen. Dann widmen wir uns dem Kern der Antrittsvorlesung, und das ist eben die Reflexion der Beobachtungsprozesse. Und was habe ich hier gemacht? Was stelle ich Ihnen jetzt vor? Also ich habe versucht, aus dem Fach der Diagnostik den diagnostischen Prozess zu verdichten und in einer Abbildung darzustellen und diesen Prozessmodell aus der Diagnostik, also ein Prozessmodell aus der einschlägig frühkindlichen Diagnostik gegenüberzustellen und daraus dann eben Schwachstellen der beiden Modelle abzuleiten und Implikationen für die Praxis. Beobachtet werden kann sehr, sehr viel. Also das Spiel zum Beispiel, das gemeinsame sprachliche Entwicklung, helfen, trösten, Anteil nehmen, Konflikte, Auseinandersetzungen. Und hier können wir natürlich auch über die Begriffe streiten. Und es gibt natürlich unzählige Bereiche, vor allem von großer Bedeutung der Leistungsbereich bzw. Bildungsprozesse, die Bildungsbereiche spielen eine sehr große Rolle. Und das sind eigentlich Gegenstände der Beobachtung. Und da sind wir jetzt schon beim Modell, also das ist das Modell aus dem Unterrichtsfach der Diagnostik, und dieses Modell gilt eigentlich für sämtliche diagnostische Tätigkeit, also von der Fragestellung bis zum Urteil, bis zur Stellungnahme. Und der Beginn dieses Modells, oder das ist eben die Übersicht, also in der Übersicht wird im diagnostischen Prozess einmal die Fragestellung klargelegt. Also handelt es sich um ein Screening, also wie sehr häufig es im Kindergarten der Fall ist, dass man einfach ein sogenanntes Screening, einen Überblick über den Entwicklungsstand von Kindern abgeben muss, oder gibt es eine spezielle Fragestellung, die eben aus einer ganz speziellen Beobachtung der Pädagogin oder der Eltern heraus resultiert. Das ist sehr wichtig, das ist häufig in der Praxis nicht der Fall. Häufig verwendet man einen Fragebogen, ohne sich überhaupt bewusst zu werden, was soll ich denn überhaupt beobachten, was ist der Auftrag. Und das ist von großer Bedeutung, weil ich aufgrund der Fragestellung so etwas wie ein Sollprofil erstellen muss. Also was muss denn ein Kind können? Was ist das Soll? Was versteht man überhaupt unter dem Beobachtungsgegenstand? Also wenn ich Empathie beobachten muss, dann muss ich auch wissen, was ist Empathie? Und das Wichtige, ich muss ein theoretisches Verständnis von Empathie haben, damit ich überhaupt diesen Begriff der Empathie oder was auch immer ihr wollt, sprachliche Entwicklung operationalisieren kann. Also deswegen dieser zweite Punkt ist sehr bedeutsam, denn mein theoretisches Verständnis, meine pädagogische Haltung impliziert eigentlich schon eine Methode. Und deswegen ganz wichtig, also einmal diese Auseinandersetzung mit dem Anforderungsprofil in Bezug auf die Methodenwahl. Und erst hier darf ich mich dann für eine Methode entscheiden. Danach wird eben die Erhebung bzw. die Erfassung der Daten oder die Beobachtung des Kindes durchgeführt, und im sogenannten Untersuchungsbericht wird in diesem klassischen diagnostischen Prozess dann deskriptiv das Datenmaterial verschriftlicht und dargestellt. Also hier ist die Beschreibungsebene von sehr großer Bedeutung. Im nächsten Schritt der Befundung geht es um die Verdichtung der gewonnenen Erkenntnisse. Also da geht es um die Verdichtung verschiedener Informationsquellen, und da gilt immer das Prinzip. Also die Diagnostiker und die Psychologen sagen ja immer, ein Test ist kein Test. Also es ist sehr wichtig, und das gilt natürlich auch für eine Beobachtung oder einen Fragebogen, es ist immer sehr wichtig, mehrere Indizien zusammenzutragen, um überhaupt eine Schlussfolgerung ziehen zu können. Und dieser Schritt sollte in der Befundung passieren. Also diesen Schritt nennt man Befundung, wo eben die Informationen verdichtet werden und wo eben die verschiedenen Quellen zusammengetragen werden. Und was in der pädagogischen Praxis da der Fall ist, das ist, dass sehr häufig eben einem standardisierten Beobachtungsinstrument die Verhaltensbeobachtung gegenübersteht. Und sehr häufig schüchtert einen dieses standardisierte Instrument ein. Und man glaubt, na, der Fragebogen, der weiß es viel besser als ich. Aber in Wahrheit ist es so, dass die Verhaltensbeobachtung einen sehr, sehr hohen Wert hat, weil
weil Verhaltensweisen über lange Zeiträume beobachtet wurden. Und das hat einen sehr großen diagnostischen Wert. Aus der Verdichtung dieser Informationsquellen, das kann jetzt ein Portfolio sein, das kann ein Fremdbeurteilungsfragebogen sein, das kann die Verhaltensbeobachtung sein, wird dann eine Schlussfolgerung gemacht und die Fragestellung, die eingangs formuliert wurde, dann eben versucht zu beantworten. Und natürlich kann an dieser Stelle auch, weil man die Fragestellung und die Methode aus einer Theorie, und eine Theorie hat immer einen Erklärungswert, abgeleitet wurde, das Verhalten und das Ergebnis der Untersuchung bzw. der Beobachtung des Kindes auch erklären. Eine Theorie hat ja, Modelle und Theorien haben einen Erklärungswert. Und deswegen ist dieser Prozess aus der Diagnostik von sehr großer Bedeutung auch für die Elementarpädagogik. Die Elementarpädagogik weist auf ein ähnliches Modell hin, also ich gehe jetzt, um Zeit zu sparen, auf die Gegenüberstellung ein, also in frühkindlichen Bildungssettings, und da habe ich aus Lehrbüchern von verschiedenen Autoren versucht, eben diese Modelle zu verdichten und auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und man sieht hier ganz klar, dass in der Diagnostik in frühkindlichen Settings eben die Ebenen, also dieser klassische diagnostische Prozess, sehr ähnlich aussieht wie in der frühkindlichen Diagnostik, mit dem Unterschied bei Schritt 5. Da sehen Sie ganz deutlich, dass hier eben diese Beschreibungs- und Erklärungsebene miteinander vermischt wird. Und das ist ein Problem. Also ich kann also in diesen diagnostischen Settings, ich unterstelle, dass niemand das macht. Es kann natürlich sein, dass Sie das alle ganz klar und ganz fleißig voneinander getrennt halten, Beschreibungs- und Erklärungsebene. Aber hier in diesem Modell wird das nicht getrennt und das kann problematisch sein. Eingehen möchte ich vor allem auf einen Punkt und das ist der Punkt 2. Also wir sprechen jetzt nicht mehr über Instrumente weiter, nicht mehr über Reliabilität und über Befunde und über Stellungnahmen, sondern wir sprechen über das Anforderungsprofil. Warum will ich den Fokus auf dieses Anforderungsprofil legen, beziehungsweise auf diese theoretische Aufarbeitung der Fragestellung des Problems? Warum ist mir das so ein großes Anliegen? Also die Formulierung des Anforderungsprofils erfordert eben eine fundierte Kenntnis theoretischer Konzepte aus dem Bereich der elementarpädagogischen Fachwissenschaften. Das heißt, damit ich überhaupt weiß, wie ich etwas erfassen kann, muss ich ein sehr fundiertes Wissen über die Fachwissenschaften haben. Also ich muss mein Wissen in den Fachwissenschaften schulen, ich muss das pflegen, damit ich überhaupt weiß, in welchem Bereich ich meine Beobachtung anstellen kann und damit ich weiß, über welche Marker, wie es die Mediziner sagen oder die Biologen, oder über welche Parameter, über welche Phänomene ich überhaupt etwas beobachten und erfassen kann. Und das Credo in meiner Lehre und in meiner Tätigkeit ist folgendes: Es gibt nichts Praktischeres als eine gute Theorie. Das hat Kurt Lewin vor sehr, sehr vielen Jahren gesagt und das glaube ich auch. Und woran erkenne ich überhaupt eine gute Theorie? Und ich greife nun ganz kurz auf einen alten Bekannten zurück, den Sie wahrscheinlich alle vom wissenschaftlichen Arbeiten noch kennen, auf Klaus Holzkamp, und der hat eben zwei Kriterien formuliert, um eine gute Theorie zu erkennen. Und ein Kriterium ist der sogenannte Integrationswert. Das bedeutet, die Wissenschaftstheoretiker würden sagen, das ist die sogenannte interne Validität, also wie schlüssig, wie logisch ist eine Theorie, wie gut, wie klar sind denn die Wenn-Dann-Beziehungen, die Zusammenhänge in einer Theorie. Und das zweite wichtige Kriterium einer Theorie, das ist der sogenannte Belastetheitsgrad. Also das heißt tatsächlich Belastetheitsgrad bei Holzkamp. Und das ist eben die Theorie, das Verhältnis der Theorie zur Realität. Und das ist eben der springende Punkt, der eben gerade für die Praxis von sehr großer Bedeutung ist. Die Frage ist, hält eine Theorie der empirischen Prüfung stand? Das klingt jetzt auch wieder sehr forschungsbezogen, aber das bedeutet eigentlich, wenn die Theorie gut ist, dann muss ich für meine elementarpädagogische Tätigkeit eine Hypothese ableiten können, ein Handlungswissen ableiten können. Und dieses abgeleitete Handlungswissen muss der empirischen Prüfung dann standhalten, wenn die Theorie gut ist. Und wenn die Theorie gut ist, also wenn diese Theorie nicht belastet ist, also das bedeutet, es gibt wenige Befunde, die sagen, dass diese Theorie
der empirischen Prüfung nicht standhält, dann bedeutet das auch, dass mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit die Intervention, also mein pädagogisches Handeln, effektiv ist. Und deswegen eben die Bedeutung der Theorie. Eine gute Theorie, die, also von einer guten Theorie kann ich einen sehr großen Gewinn für meine praktische Tätigkeit haben. Also das theoretische Verständnis eines Konzepts ist im Grunde eine Voraussetzung, um überhaupt etwas operationalisieren zu können und auch inhaltsvalide beobachten und erfassen zu können. Also wenn ich die Theorie nicht verstehe, dann weiß ich ja gar nicht, was gehört denn alles zu diesem Verhalten dazu. Und da kann es durchaus sein, dass ich dann irgendetwas übersehe, weil ich nicht das fundierte theoretische Wissen habe. Eine Theorie hat noch eine weitere wichtige Bedeutung, und da sind wir jetzt beim Elterngespräch. Eine gute Theorie erlaubt es, das Beobachtete zu erklären. Das ist der Sinn der Theorie. Also eine Theorie hat den Erklärungswert, und wenn ich eine Beobachtung theoriebasiert durchführe, dann kann ich danach das Beobachtete auch erklären und sagen, wie so ein Ergebnis zustande kommt oder wie dieses Ergebnis zustande kommt, und das kann ich dann auch sehr gut kommunizieren und nochmals prüfen und schauen, ob sich das zum Beispiel mit den Aussagen der Eltern deckt. Und natürlich, was ich schon einige Male angedeutet habe, also eine Theorie impliziert immer eine Intervention, also eine Handlung. Also wenn wir an frühkindliche Bindungssettings denken, also wenn wir an Kinder denken mit Bindungsproblematiken, dann kann zum Beispiel die Bindungstheorie eine sehr gute Hilfe sein. Also wenn ich weiß, also Bindungsproblematiken entstehen in Deprivationsbedingungen, dann weiß ich als Pädagogin, was kann ich dann machen, und ich kann aus dieser Theorie die Intervention ableiten. Also ich muss schauen, dass das Kind zumindest bei mir nicht vernachlässigt wird. Also ich kann diese Deprivationsbedingungen aufheben. Natürlich nur vorausgesetzt, die Bindungstheorie ist was wert. Was bedeutet das, und da bin ich dann schon beim letzten Teil der Antrittsvorlesung, was bedeutet das einmal auf Ebene der Forschung? Und da müssen wir kurz ein Thema eröffnen, also die Frage, ob die Elementarpädagogik überhaupt eine eigenständige Wissenschaft ist. Also das kann man sehr heiß diskutieren. Thomas Kuhn würde sagen, nein, die Elementarpädagogik ist keine eigene Wissenschaft, weil Thomas Kuhn ja gesagt hat, also Wissenschaften sind durch Paradigmen gekennzeichnet und Paradigmenwechsel. Das geht, Thomas Kuhn hat das vor allem in Bezug auf die Physik gemacht. Er hat eben da das Beispiel des ptolemäischen Weltbildes, also dass die Erde eine Scheibe ist, also die Geographen, die Geologen, die Physiker, die haben alle geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, und haben an diesem Theoriegebäude festgehalten. Und dieses Paradigma wurde dann in Form einer Revolution, also wenn Sie an Kopernikus, wenn Sie an Galileo Galilei denken, wurde dieses Paradigma eben abgelöst durchs kopernikanische Weltbild, dass die Erde eine Kugel ist und dass die Erde um die Himmelskörper kreist, nicht umgekehrt. So etwas finden wir natürlich in der Elementarpädagogik nicht. Also es gibt kein einzig gültiges und genuin elementarpädagogisches Paradigma, aber das ist kein Problem, keine Sorge, das ist mit ganz vielen anderen Wissenschaften auch so, vor allem in der Geisteswissenschaft, in der Sozialwissenschaft und in anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen, sogar in der Medizin. Also wenn ihr da die Schulmedizin der fernöstlichen Medizin gegenüberstellt, also da kann man dasselbe beobachten, es gibt kein Paradigma. Und deswegen gilt es trotzdem, einmal weil die Elementarpädagogik sich zum Teil, wenn man die Lehrbücher sichtet, ihr Wissen aus den Servicefächern oder aus den Servicedisziplinen herholt, und das wären zum Beispiel die allgemeine Pädagogik, die Erziehungswissenschaft, die Didaktik, die Soziologie, die Psychologie. Deswegen ist es sehr bedeutsam, also diese Servicewissenschaften im elementarpädagogischen Feld zu prüfen. Also das ist, weil es nützt ja nichts, eine Theorie zu verwenden, ohne zu wissen, gilt das auch für die Elementarpädagogik. Und das ist eine wichtige Leistung. Und natürlich muss auch die Elementarpädagogik versuchen, einige selber eigene Theorien und Modelle zu erstellen, die dann in einem weiteren Schritt dann auch über eigene Beobachtungsmethoden erfasst und erhoben werden können beim Kind. Auf Ebene der Aus- und Weiterbildung
ist eben vor allem der Ausbau des Lehrangebots von großer Bedeutung, vor allem jetzt im Hinblick auf die Aus-, Weiter- und Fortbildung und in den elementarpädagogischen Servicefächern. Also es ist sehr wichtig, dass man da das Wissen auch fördert und dass man wirklich sich wieder mal hinsetzt und die alten Bücher rausholt und mal Theorien lernt und Aufzählungen lernt, um dann später operationalisieren zu können. Und natürlich ganz von großer Bedeutung die Vertiefung der Kenntnisse in den Bildungsbereichen. Also Erkenntnisse, die neu sind, müssen da natürlich aufgeholt werden. Und eine wichtige Implikation, ich traue mich gar nicht, das laut zu sagen, deswegen steht es auch nicht in schwarzer Schrift, sondern in grau, also worauf wir lange warten, die Tertiarisierung der Ausbildung. Also in der Hoffnung, dass dann alle Elementarpädagoginnen die Theorien schon nach der Ausbildung perfekt beherrschen. Und auf Ebene der Pädagoginnen bedeutet es natürlich Folgendes. Also einmal würde das implizieren, dass vor allem die Beobachtungskompetenz nicht nur auf Ebene des Beobachtungsinstruments, wie es zum Teil schon geschieht, verbessert wird, sondern eben auf Prozessebene, also dass diese Beobachtungsprozesse gut reflektiert werden. Und das bedeutet einmal Beobachtungsfehler kennenlernen und vor allem Beobachtungsfehler kennenlernen, die im Beobachtungsprozess ihren Ursprung haben. Und natürlich die Berücksichtigung wissenschaftstheoretischer Überlegungen. Also wie kann man also auch dieses Zusammentragen, die Befundungen, das ist von großer Bedeutung. Wichtig ist auch, also der Nutzen von Theorien ist eben folgender, also Theorien verleihen eben verhaltensweise Bedeutungen und aus diesen Bedeutungen kann dann beobachtet werden und Theorien ermöglichen vor allem ein Verständnis für das Beobachtete und damit bin ich am Ende meines Vortrags. Ich danke euch herzlich für eure geschätzte Aufmerksamkeit und ich freue mich nun auf die Zeugnisverleihung der Absolventinnen der Lehrgänge frühe sprachliche Förderung und Entwicklungsgespräche für eine gelingende Bildungskooperation. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hochschulprofessor. Und ich freue mich, meine Damen und Herren, die Bildungslandesrätin des Landes Steiermark, Magistra Ursula Lackner, begrüßen zu dürfen und darf Sie um Ihre Grußworte bitten. Das nehme ich jetzt nicht persönlich. Aber es war das große Interesse natürlich auch an der Antrittsvorlesung von Ihnen, Herr Professor. Ich weiß aber, welcher Teil jetzt auch noch in dieser Aula verbleibt. Es ist ja eine wunderbare Fügung, dass sich die Zertifikatsverleihung mit der Antrittsvorlesung so gut kombinieren lässt. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, Frau Rektorin, und bei deinem Team für die Möglichkeit, da auch ein bisschen teilhaben zu dürfen an diesem wirklich grundlegend wichtigen Thema, mit dem wir uns in der Bildungslandschaft beschäftigen. Sie willkommen zu heißen, wäre ein Stück weit zu spät. Aber das, was zu spüren ist, Sie fühlen sich wohl und Sie haben sozusagen schon das erlebt, wofür die Steiermark eigentlich auch bekannt ist, gastfreundlich zu sein, jemanden gut aufzunehmen, ihm Möglichkeiten zu bieten, sich auch außerhalb des Arbeitsplatzes ein bisschen umzuschauen und das Gute und Schöne auch von der Steiermark ein bisschen aufsaugen zu können. Ich sage trotzdem von meiner Seite herzlich willkommen und Dankeschön für die Möglichkeit, Ihnen da auch zuhören zu dürfen. Ja, das, was jetzt auch für mich so wichtig geworden ist beim Zuhören Ihrer Ausführungen, das ist die Bedeutung der Pädagogik in der frühen Kindheit, der Elementarpädagogik. Und es ist so richtig, wenn sich Lehre und Forschung diesem Thema vermehrt zuwenden. Es ist ein grundsätzlicher, ein elementarer Bereich, mit dem wir uns noch mehr beschäftigen müssen. Und ich brauche in diesem Setting nicht dazu sagen, was es bedeutet für ein Kind, das auf die Welt kommt, das mit Fähigkeiten und Fertigkeiten und Talenten
im Grunde schon ausgestattet ist, was es aber braucht an Bildungsmaßnahmen rundherum, die zur Verfügung gestellt werden müssen außerhalb der Familie, in den immer größer werdenden Radien, was es bedeutet, diese Bildungsmöglichkeiten auch zur Verfügung zu stellen und in diesem System bestens ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen zu haben. Und ich freue mich wirklich, dass die Steiermark jetzt über so eine hohe Expertise verfügt, einerseits auf der Pädagogischen Hochschule mit Ihnen, Herr Professor, aber auch auf der Karl-Franzens-Universität, wo vor etwa 3-4 Wochen ebenfalls eine Antrittsvorlesung stattgefunden hat von der Frau Professorin Walter Lager, ja, ebenfalls zu diesem Thema und wo diese beiden universitären Einrichtungen, Pädagogische Hochschule und Karl-Franzens-Universität, gut sozusagen miteinander ins Schwingen kommen, um diesem Thema ausreichend auch gerecht zu werden. Wenn ich zurückblicke, so ein Stück weit also ich tue es jetzt nicht sehr lange, aber ich möchte es einfach erwähnen, von der Entwicklung, die wir im Bildungsbereich genommen haben. So im 19. Jahrhundert hat sich die Gesellschaft darauf verständigt, dass es eine Schulpflicht gibt. Dann ist es weitergegangen, sozusagen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dass diese Schulpflicht sich sozusagen nach oben noch weiterentwickelt hat, dass es unglaubliche Möglichkeiten gegeben hat, sich weiter nach der Schulpflicht auszubilden. Es kamen dann die nächsten Schulen, nach der Bürgerschule dann irgendwann, aber die AHS, die BHS dazu und letztlich auch die Universitäten und also für den grundsätzlichen Bereich. Und dann hat man sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnen mit der früheren Phase der Bildung des Menschen zu beschäftigen, nämlich mit denen, die sozusagen vor der Schulpflicht sind, nämlich das sind die 0- bis 6-Jährigen. Und dem entspricht ja auch ein Ausbildungskonzept oder ein Ausbaukonzept, dass wir Kinderkrippen, Kindergärten für möglichst viele Kinder in Österreich, in der Steiermark zur Verfügung stellen. Und damit das alles sehr qualitätsvoll ist, ja, muss sich natürlich auch die Ausbildung anbieten, sozusagen dem angleichen und herausfordernd werden. Und das war so in der Kooperation zwischen dem Land Steiermark und der Pädagogischen Hochschule Steiermark passiert, ist diese gute Kooperation, was die Fort- und Weiterbildung betrifft. Und das ist ja der Part, den Sie jetzt erfüllt haben, wo heute Zertifikate auch verliehen werden, wenn es um die sprachliche Förderung geht, aber auch um die Elterngespräche. Und das, was Sie als Empathie empfunden haben oder bezeichnet haben, das, was so die Kompetenz betrifft, Kinder beurteilen, Kinder beobachten zu können und dieses Wissen aufgrund von guten Theorien, wirklich auch selbst reflektieren zu können und das in einer sehr empathischen Art und Weise den Eltern wieder näher zu bringen. Ja, das ist für mich ein Schlüssel dafür, dass wir über diesen Weg auch Eltern wieder gewinnen, die Kinder, wenn sie wachsen, in den Schulsystemen weitergehen, dass wir die Eltern wieder dabei haben. Dass es nicht eine Form von Abnahme von Kindern ist, in der Krippe, im Kindergarten, in der Volksschule und dann weiter, sondern dass wir versuchen, in dieser elementaren Bildungseinheit die Eltern ein Stück weit wieder näher an die Kinder zu bringen, nicht an uns. An die Kinder. Und dass wir das, was wir schon verzeichnen, nämlich dass Eltern sich überhaupt nicht mehr kümmern darum, wie es ihren Kindern geht, was passiert gerade in der Lebensphase, was soll eine Bildungskarriere sein, ja, wo geht die Bildungs- und Berufsorientierung hin, ja, alles ohne Eltern. So kann Bildung ganz sicher nicht funktionieren. Und wenn so das erste System, das wir als Institution aufgestellt haben, nämlich in der elementaren Bildung, sich qualifiziert mit guter Ausbildung und mit einem reichlichen Maß an Empathie auch den Eltern gegenüber zeigt, dann halte ich das für einen wesentlichen Schlüssel dafür, dass wir die Eltern wieder ein Stück weit hereinbekommen in das, was so, so wichtig ist, wenn es um die Bildung und um die Ausbildung und letztlich um ein glückliches Leben auch für unsere Kinder geht. Das ist so
das, was ich jetzt so mitnehmen kann aus dem, was ich aus Ihrer Antrittsvorlesung herausgenommen habe. Und jenen, die das Zertifikat dann bald in Händen halten werden, darf ich gratulieren, mich aber auch bedanken dafür, was Sie auf sich nehmen. Zusätzlich zu dem, was der Job sowieso an Herausforderungen für Sie darstellt. Und ich möchte Ihnen zum Schluss sagen, wir brauchen bestens qualifizierte Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen in unserem elementaren Bildungssystem. Ich freue mich, dass dieses Angebot so toll angenommen wird. Wir werden weiter in Kooperation bleiben. Wir werden uns auch einiges Neues, Zusätzliches miteinander überlegen. Und ich gratuliere Ihnen sehr, sehr herzlich zu diesem Professor und zu dem Zertifikat, das Sie bald in Händen halten werden. Alles, alles Gute und einen schönen Sommer wünsche ich auch gleich dazu. Vielen Dank, Frau Landesrätin. Dankeschön. Ja, und bevor es zur feierlichen Zeugnisverleihung kommt, dürfen wir Auserkoren noch einmal auf unsere Bühne bitten. Der Chor der Pädagogischen Hochschule Steiermark, ausgezeichnet, das haben wir heute schon einmal gesagt. Man kann es nicht oft genug sagen, großartige Leistung. Passend auch der Titel dieses Songs, der jetzt kommt, Joyful.